Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sehen hier Metzingen, Nebengleis bzw. den Hauptbahnhof eigentlich von Metzingen. Und dort hinten sehen wir jetzt gerade unseren Zug durchfahren. Schön. Unser Ölzug, der hier gerade... Upsala. Den erwische ich so gar nicht. Ah, alles klar. So, jetzt bin ich im Haus drin, das will ich auch nicht. Unser wunderschönen Ölzug, der jetzt hier ein rotes Signal kriegt, weil der Zug nach Metzingen hier Vorrang hat und hier an uns dran vorbeischießt und wunderschön die Leute abliefert. Zack, da ist er weg und wir können weiterfahren. So, dann machen wir hier mal ganz kurz Escape. Ich muss mal ganz kurz gucken, wenn ich jetzt da in Metzingen ankomme, wie viel Geld ich hier kriege. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute hier drin sitzen. 18, das ist ja gar nicht mal so viel. Das sollte jetzt auch nicht viel Geld bringen, wenn da 18 Leute drin sitzen nur. Eieiei. Das ist ja wahrlich wenig. So, 18 Leute kommen hier an und... Das bringt 300.000. Das ist ungefähr eine wöchentliche Rate von dem ganzen Zug. Na gut, aber hier warten einige Leute. Das heißt also, zurück wird er voller sein. Das ist schon mal schön. Also nach Ronberg kommen da schon wieder ein paar mehr Leute hin. Gut, wir hatten... Achso, ich wollte jetzt noch einen Zug modernisieren. Und zwar wollte ich den Zug, der hier hinten immer zwischen hin und her fährt, den wollte ich modernisieren. Was hatten wir eigentlich momentan so für Kosten? 1,7 Millionen. Da muss ich drunter bleiben und trotzdem in etwa das gleiche Material durch die Gegend transportieren. Das könnte schwierig werden. So, austauschen. Da brauche ich dann, da nehme ich dann, ach, wenn ich langsam einen Lok nehme, dann bremst der den ganzen Verkehr aus. Er fährt zwar nicht weit, aber ich nehme auf jeden Fall den Diesel-Lok. Also sind wir schon bei 1,1 Millionen. Jetzt noch Kesselwagen dazu nehmen. 1,3, 1,5, 1,7. 45 Kapazität. 60 Kapazität, also 90 Kapazität würde ich ihm schon ganz gerne geben. Haben wir denn eine andere Diesel-Lok, die wir dafür nehmen können, die vielleicht eventuell ein bisschen günstiger ist? Aber die ist ein bisschen günstiger. Fügen wir die hinzu. Das sollte reichen, 120 km/h. Dann müssten wir jetzt eigentlich vom Preis her wieder in etwa da liegen, wo wir vorher waren. 1,9 Millionen, 200.000 mehr. Na gut. So, der fährt dann quasi das, ja, abgelieferte oder das raffinierte Öl hier durch. So, der muss jetzt warten auf freies Gleis. Das hängt davon ab. Der fährt jetzt hier rein gleich und dann hat er hier freies Gleis. Dann fährt er auch durch und hat dann dort quasi alles abgeliefert. Oder beziehungsweise angenommen und abgeliefert dann. So, das sollte funktionieren. Gut, der muss ja bloß bis hier rüberfahren immer. Das ist ja immer relativ kurz. Ich hätte gerne eigentlich noch mehr Öl zur Verfügung, weil ich glaube, an unserer Warenfabrik ist wirklich Mangel an Plastik quasi das größte Problem. Und das müssen wir natürlich beheben. Oder will ich natürlich auch beheben. Hier ist unser Zug gerade unterwegs. Das ist schön hier, ne? Also hier ist echt viel Verkehr. Gut. Also von da oben kommt jetzt nämlich auch noch der Zug durch. Genau, der hat eine freie Bahn, weil der reingefahren ist. Zack. So, und hier geht... Ah, das ist denn ein Stahlzug, der leer ist? Wieso ist denn der leer? Was ist denn da los? Was fehlt hier denn? Eisenerz fehlt hier, okay. Mal gucken, wo die Eisenerzzüge bleiben. Aber der ist fast voll hier, das ist schon mal gut. Okay, also wenn jetzt hier ein Stahlzug ankommt, der leer ist, das finde ich ja natürlich jetzt sehr, sehr... merkwürdig. Die Boeing 737-700 und 737-700C haben wir jetzt hier. Aber muss man hier ehrlich sagen. Was ist denn das für einer? Wo ist der denn lang gefahren? Hä? Metzing Anbau. Wie was? Wieso will der nach Metzing Anbau? Wo ist der denn? Wo ist der denn jetzt lang gecruised? Nee, du willst erstmal zu der anderen Stelle. Ronberg Nord. Da willst du hin. Wo, wo. Was? Wo ist er denn rumgecruised? Ich wundere mich, warum hier kein Stahl gemacht wird und
meine ganze... Was? Habe ich jetzt hier beim Umbau irgendwas so komplett falsch gemacht? Achso, ich wollte gucken, wie viel Geld ich hier immer noch... Ah, Mist, verdammt, habe ich nicht gesehen, oder? Doch, sehe ich noch, sehe ich noch. Kommt jetzt gerade erst rein hier. Der Personenwagen kommt jetzt hier erst rein. Wir können jetzt mal ganz kurz gucken, wie viel Geld wir hier machen. Das ist das nächste hohe Haus. Alten Falten, hier ist was los. So. Fahren wir rein hier und... Katsching, das sind mal 2,2 Millionen. Das sind immer 10 Monatsraten. Na ja, da kommt der leichtes Plus. Okay. Gut, dann muss ja der Rückweg bloß noch genauso gut funktionieren. So, der Stahlwagen ist jetzt hier drin. So, jetzt kommt hier der erste mit Eisenerz an. Das ist ja unglaublich, dass die Eisenerzzüge, das ist ja einer, der so weit unterwegs war. Das ist nicht kein Eisenerzzug, das ist ein Eisenerzzug. Hier wartet der Ölablieferzug. Der Öl. Oh, wie schön. Der steht ja also auch das erste Öl denn hierher gebracht zur Plastikfabrik. Sehr gut. So, ich bräuchte nochmal so eine lange Raupe, brauche ich nochmal, die Öl quasi von dieser Ölquelle hier holt. Also da brauchen wir hier sozusagen dann doch eine Querverbindung. Und die können wir dann gleich mitnutzen, dass das quasi die Querverbindung ist, die hier durchgeht. Und dann hier bloß einen Abstecher in Richtung einem Bahnhof hat. Ja, so ein Seitenarm wird das werden, so ein Seitenarmbahnhof. Und dann haben wir hier quasi die Querverbindung zwischen Auerbach, Vogtland und Metzingen auch geschaffen. Und das, denke ich mal, sollte auch eine lukrative Bahnstrecke werden. Das heißt, das werden wir auch zweigleisig ausbauen. Und da kommen wir quasi dann hier raus, so in die Richtung. Und dann können wir hier endlich auch ein Kreuz machen, dass man eventuell von Metzingen sogar bis nach Clausthal-Zellerfeld einen Zug ziehen kann. Das müsste ja eigentlich auch, weiß ich nicht, ob das jetzt so sinnig ist oder nicht sinnig ist, aber wie viele Leute haben wir, die von hier aus nach Metzingen wollen? Ziele, Metzingen, ja gut, das ist jetzt nicht so viele, die jetzt da von hier aus dorthin wollen, aber gut. Okay, gut. So, was haben wir jetzt hier gelernt? Hier haben wir jetzt hoffentlich mehr Eisenerz da, ja, da fährt der Zug, wir sind da jetzt schon drinne. Oh, das ist schon mal 75 da drin, das ist schon mal ganz okay. So, hier wird fleißig gewartet an allen Ecken. Oh, das ist aber auch knapp hier mit der Länge von den Zügen, ne? Da muss man wirklich sagen. Jetzt ist aber auch wieder voll mit Stahl, ne? Jetzt hat er wieder 88 mal Stahl. Plastik ist gerade angeliefert worden. Also hier müssten dann auch Waren rumliegen. Das heißt, der Warenzug, der kommt wahrscheinlich auch gleich von hinten wieder angeschossen hier. Oder steht der da drin? Ne, ist nicht drin im Bahnhof. Ne. Das heißt, der kommt auch gleich wieder angeschossen. So, er steht hier. Er steht hier, er kommt von dort. Müsste jetzt eigentlich auch warten. So. Gut, er fährt wieder raus. Da muss der Personenzug drauf warten, ja? Ne, er fährt vorher raus, okay. Gut, ja, der kann mich da warten. Und dann kann der hier rein. Ja, sehr gut. Gut, das funktioniert. Also, wir werden jetzt hier ein Gleis bauen, ein Gleis ziehen, was hier so dran vorbeigeht. Hier ist dann ein Bahnhofdicht für dieses Öl. Hier ist ja nochmal Öl. Hier wäre auch noch eine Raffinerie, die wir jetzt theoretisch damit anschließen könnten. Aber theoretisch könnten wir natürlich hier einen kurzen Weg machen, ne? Also hier ist Gleis drüber, dann ein Gleis, was hier rüber liefert und dann von hier aus dann ab nach dahin liefert. Aber ich weiß nicht, ist die hier voll ausgelastet? Die ist nicht voll ausgelastet, also da können wir weiterhin noch 400 Öl hinbringen von einem. Und hier haben wir auch zwei Ölfässer, die könnten wir hier hinbringen, ne? Ah, dann nehmen wir das Ölfass noch damit hin. Drei Züge hier auf dem Stück. Naja. Das könnte eine hässliche Warterei werden. Da müssen wir wirklich hier in der Mitte noch ein Signal setzen. Damit wir da, wenn da Warterei entsteht, die Warterei hier im Sackgleis haben. Wenn schon, denn schon, ne? Dass dann hier die Züge drin stehen. Gut, okay. So, heißt also, Gleisbau. Geld haben wir ja jetzt knapp 200 Millionen. Ich weiß gar nicht, ob es bei einer Milliarde gibt. Glaube ich, die nächste Errungenschaft. Gleisbau, Hochgeschwindigkeit. Und dann gehen wir hier raus. Gehen hier rum, gehen hier hinten rum. Und gehen dann hier mit rein. Also an dieser Stelle kommen wir dann hier mit rein. Dann müssen wir hier doch eine Kreuzweiche machen, damit wir hier rüberkommen. Aber das macht ja nichts. Also gehen wir von hier aus raus erstmal. Und wollen hier hinter dem lang oder wo mal lang gehen? Wir können auch davor lang gehen jetzt, ne? Wenn wir hier rausgehen. 82. Oh, das geht so, glaube ich. Wir müssen hier nur hier eine gerade Verbindung noch drüber ziehen, ne? Also von hier denn nach. Das ist ein bisschen eng in die Kurve hier. Wo wollen wir denn da lang gehen? Ne, wir gehen hier lang. Dann ist die wirklich ein bisschen eng hier. So eng muss die gar nicht sein.
So. Dann setzen wir erstmal die Brücke drüber. Das war Punkt und Komma, ne? Stahlträgerbrücke. Naja, könnte man noch optimaler machen, aber... Steigung ist zu groß. Das will er nicht. Schade. Mal gucken, dass wir das aber einigermaßen gewollt hinkriegen. Kann ja auch hier sein, dass hier der Ausgang dann halt eben einfach nicht dann zu knapp ist. Da müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir da sauber rauskommen und dann kriegen wir das schon hin hier, dass das hier auch rüber geht. Ja, sehr schön. So, dann muss ja jetzt nicht das schnellste Gleis sein, was jetzt hier die gerade Verbindung macht. So, dann können wir jetzt... Ja, das ist das Ding. Also, dann gehen wir doch hier knapp davor lang, würde ich sagen. Gehen wir hier durch. So. Und gucken wir, dass wir da oben dran kommen. Hat sich das jetzt da richtig verbunden? Ja, ja, ja. So ist gut. So, da ist auch kein Loch im Gleis geblieben. Wo ist es hier, die Verbindung? Jo, sieht das gut aus. Alles verbunden, okay. So, und jetzt müssen wir von hier nur hier mit rein. Ungefähr mit 80 km/h rumkommen so. Ja, passt schon. Und dann müssen wir von hier rein. An dieser Stelle. Das ist natürlich das Signal jetzt so. Müssen wir natürlich dann jetzt erstmal wegoptimieren. Jetzt steht im Weg. So. Und dann nochmal von hier rüber gehen. Bis da ran. Sehr schön. Das ist doch mal ein schönes Bahnkreuz. Sieht doch auch hübsch aus, ne? Ja. Bahnkreuz Metzing. So. Also hier kann jetzt jeder Zug fast überall hin. Wenn denn jetzt hier doch die Kreuzweichen dazukommen. Dann ist hier alles erlaubt, so wie ihr es gerne haben möchte hier. Warte mal, da haben wir wieder irgendwie welchen Mist. Da geht's wieder nicht. Oh. Bockigen Zicken Dings. So. Manchmal ist er bockig, ne? Weil der kleine Gleisbau hier. Aber es ist manchmal so, ne? So, man kann ihn ja nicht immer. Man kann ihn aber nicht immer böse sein. Ne? So, hier geht's. So. Gut, dann haben wir hier diese Kreuzweiche. Hier ist die Kreuzweiche dort. Da kann er dann auch überall hin. Und jetzt müssen wir natürlich nur noch hier quasi auch quer rüber gehen. Da kriegen wir schon wieder Meckerei, dass der Bau nicht möglich ist. Weil das ein Stück zu lang ist hier, ne? Das, der Eingang hier, der ist zu weit. So. Einen Haken dran machen. Jetzt müssen die hier auf einer Höhe sein und jetzt könnte ich dann hier auch rüber in die Weiche. Alles klar. Okay. So. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt müssen wir natürlich hier erstmal warten. Der hier reinfahren will, kann warten. Und der hier reinfahren will, muss warten. So.
Kann das sein, dass von hier einer da rum will? Ja, das kann natürlich sein. Also müssen die auf der Seite dann hier auch warten, die dann quasi sozusagen da reinfahren wollen. Die müssen dann auch warten. Hier ist es ähnlich. Lass mal auch die warten, die hier reinfahren wollen. Ne? Also die, das hier auf diesem Bogen, da können sie stehen, wenn sie wollen. So. Die von hier kommen, die fahren natürlich auch hier durch. Ich glaube, hier drauf darf ich jetzt nicht großartig was versignalen. Aber ich kann ja hier nochmal versignalen. Eigentlich kann ich hier auch direkt jetzt davor versignalen, ne? Müsste genauso gut funktionieren, wie wenn ich jetzt das Signal hier hinsetze. So, es ist natürlich nur, dass da, weil da hinten schon gleich so ein Abbieger ist, kann natürlich auch wieder zu Schwierigkeiten führen. Aber gut. So, diese Kreuzung ist jetzt hier erstmal erstellt. Dann geht es jetzt hier hinten rum und dann müssen wir mal gucken, wo wir hier reinkommen. Dann müssen wir hier natürlich auch sinnvoll rauskommen aus diesem Gleis. Mache ich das zweispurig? Das Dreieck könnte ich jetzt hier zweispurig machen, ne? Komm, hier ist auch nochmal Öl. Einen Ölbahnhof machen. So, hier kommen wir erstmal zweispurig raus. Ganz gewöhnlich, ganz ungewöhnlich, gewöhnlich. So, schön. Einmal rum ums Eck hier. So. Und da auch nochmal. Der Kamerad kommt mit raus. So, sehr gut. Und dann geht es denn da hinten dann durch hier in Richtung. In Richtung unseres Ölvorkommens und natürlich auch des Anschlusses da hinten. So, dann gucken wir mal. Das müsste sich ja jetzt ganz gut durchlegen lassen hier. Sollte nicht keine großartigen Schwierigkeiten geben. Na, wo ist denn mein Anschluss hier? Ach, da. Knappe Mille. Na dann. So, schnurgerade Strecke hier. Da kannst du einen ICE drauf loslassen. Der würde hier richtig schön mit Schwung langfliegen. Gut, also dann haben wir jetzt hier auch die Verbindung zwischen Metzingen und Auerbach gemacht. Hier können wir natürlich dann personentechnisch quasi eine Verbindung setzen. Das sollte eigentlich keine Schwierigkeiten machen. Und hier müssen wir natürlich unseren Bahnhof für das Öl, was wir ja dann eigentlich hier noch mit abgrasen wollen, hier so mit dran nehmen und dann hier einfach einen Ausgang, Eingang machen, dass er hier einfach reinfahren kann und dann hier nochmal Öl abliefern kann. Denn mehr Öl hier sorgt dafür, dass dann hier mehr Material lagern kann, beziehungsweise hier mehr Material ankommt, mehr von hier aus transportiert werden kann. Momentan ist es ja doch, naja, na gut, er hat 90 Ladekapazität hier lagern, glaube ich, gerade 60, also würde dann wahrscheinlich nicht ganz so viel transportiert kriegen. Müsste der Transporter erhöht werden, dass wir da mehr Einheiten haben. Aber hier ist natürlich auch die Abnahme dementsprechend, dass das denn hier auch hochgehen kann, die Produktion. Dann hat auch der Zug mehr zu transportieren. Dann kommt hier hinten mehr Plastik an, welches hier ja eh unterrepräsentiert ist. Was denn dazu führt, dass wir hier mehr Waren hinbekommen. Und das ist ja das, was wir brauchen hier. Das ist Kloster Zellerfeld. Wieso gucke ich denn hier bei Kloster Zellerfeld? Rauenberg wollen wir noch gucken. Jetzt war ich eben aber wirklich. Jetzt war ich ein bisschen irritiert. So, hier mehr Waren ankommen. Denn das ist das, was wir brauchen. Wir können hier über 300 Waren anliefern. Und wir liefern momentan bloß 137 an. Und das wollen wir natürlich verbessern. Gut, das Ganze dann aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Oh, hier hat es eine Brücke gebaut. Deswegen war das so teuer. Ach, du ahnst es ja nicht. Dann hat sie auch noch so eine Brücke gebaut. Verdammt, eine langsame Brücke. Rede ich noch vom ICE und dann baut er hier so eine Brücke hin. Was ist denn das für ein Blödsinn? Cheat. Interessant, dass auch wie er die Brücke gebaut hat. Unterschiedlichen Höhen. Was soll das denn? Ja, das müssen wir nochmal abreißen hier. Das geht so nicht. Nee. Also meine Damen und Herren, das geht so. Das geht so nicht. Was soll denn das hier? Oh, ein Quark hinzubauen hier.
unterschiedlich hohe Brücken. Da hat das Schienenbautool aber richtig Spaß gehabt hier, glaube ich. So. Erstmal, dass er hier überhaupt Brücken hinbaut. Das ist ein Schienenbautool. Ich stelle ihn gar nicht so an, wie ich ankommen will. Oh. Nicht mehr ganz so schnurgerade, aber dafür ohne diese jämmerliche Brücke. Auch nicht möglich. Was ist denn wieder los hier? Kollision. Zieht mir da wieder einen vom blauen Klaus hier. Kollision. Manchmal hat er sich aber auch... Na gut. So. Gut, dann haben wir das jetzt auch geschafft. Haben wir diese sinnlose Brücke daraus gebaut. Ja, das war natürlich wieder Geldverschwendung vom Allerfeinsten, aber gut, wir haben genug, da können wir uns das auch mal leisten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.